Hallo, ich bin Richard Heinen vom Learning Lab in Köln und zusammen mit Gabi Fahrenkrug von Jöran und Konsorten habe ich einen kleinen Artikel über Fotos als OER geschrieben und der wird jetzt bei den Goldstandards für OER veröffentlicht. Das Besondere an Fotos ist eigentlich, dass ich sie immer brauche. Ich brauche sie in Präsentationen, ich brauche sie als Illustrationen in Texten, ich brauche sie selbst bei Podcasts als Bildchen vorneweg. Und deshalb haben sie oft eine sehr geringe Schöpfungshöhe. Das heißt, ich brauche sie mit einer möglichst freien Lizenz. Warum? Die ideale OER oder das ideale OER-Foto, quasi der Goldstandard, hat eine möglichst freie Lizenz, damit es möglichst einfach zu verwenden ist. Und diese Lizenz ist auch noch in zweierlei Hinsicht mit dem Foto verknüpft. Einerseits so, dass es für den Menschen lesbar ist. Das heißt, ich sehe auf das Foto und ich weiß, welche Lizenz es hat. Dass es aber auch für Maschinen lesbar ist. Das heißt, auch in den Metadaten finden sich Hinweise zur Lizenz. Und nicht nur irgendwo auf der Webseite oder in der Präsentation, in der das Foto veröffentlicht wird, sondern fest verbunden. Die meisten Fotos, die wir brauchen in Bildungsressourcen, sind keine großen künstlerischen Werke, sondern ganz, ganz einfache illustrierende Fotos. Deshalb haben die oft keine besonders hohe Schöpfungshöhe. Das heißt, es sind keine Kunstwerke, sondern es ist einfach ein Foto von einer Tasse, einem Bus, was weiß ich was. Und damit sie in Bildungsressourcen möglichst hilfreich sind, sollte man großzügig sein und möglichst eine sehr, 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 sehr freie Lizenz, am besten CC0, für solche Fotos verwenden. Das hilft. Was viele nicht wissen, ist, dass es relativ einfach ist, auch in eine Bilddatei eine maschinenlesbare Lizenz zu integrieren. Wie das geht, erklären wir im Artikel bei den OER-Goldstandards.